Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, erstens wollte ich mal eben kurz was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut findet oder nicht gut findet, aber ich wollte dieses lange herzlich willkommen zurück und so, wollte ich demnächst ein bisschen abkürzen oder eventuell ganz rauslassen und einfach nur so die Episoden halt zusammenschneiden. Also sprich, einen Cut machen, ohne jetzt groß zu sagen, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, fände ich persönlich ehrlich gesagt schöner, weil man da mehr in der Geschichte drin ist und da nicht die ganze Zeit nur am Reden ist. Was dann die zweite Sache auch wäre, die ich dann sagen wollte, am Ende möchte ich das gerne nicht mehr sagen. Also wundert euch nicht, wenn das auf einmal im nächsten Video nicht mehr so sein wird, beziehungsweise hier vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich es auch noch aus Gewohnheit gemacht. Mal schauen. Aber ich versuche das in Zukunft ja einfach mal so ein bisschen rauszulassen, weil ich finde persönlich, wenn man sich solche Videos anguckt, klar möchte man auch ein bisschen was Privates von den Leuten hören, wenn die so privat nebenbei was erzählen. Aber ja, man muss nicht immer 2 Minuten insgesamt brauchen für die Einführungsrede und die Verabschiedungsrede sozusagen, finde ich. Ja, in der letzten Folge waren wir schon hier bei Isembard und da ging es ja um die Frau, die wir eigentlich ausspionieren wollten und die wir dann letztendlich doch retten mussten. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich das Spiel gestern das letzte Mal gespielt habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe Final Fantasy 15 jetzt angefangen zu Let's Playen und bin ehrlich gesagt total begeistert gerade von dem Spiel. Dementsprechend ja, habe ich jetzt fast 24 Stunden auch nicht mehr die Online-Variante gespielt. Aber das will ich natürlich auch nicht vernachlässigen, deswegen machen wir jetzt heute hier erstmal weiter. So. Sorge dich nicht wegen Ursins, genau so hieß sie, Verletzung. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um die ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Transet oder wie auch immer begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amaljar-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. Okay, südöstlich von hier. Ach so, da unten. Okay, dann laufe ich da... War das jetzt... Doch, ich kam nur da raus, glaube ich. Dann laufe ich da mal eben schnell hin und wir sehen uns gleich wieder. Ach, da hinten. Ach, ich muss ja auch mein Karfunkel wieder rausholen, weil ich mich nur eingeloggt habe. Hallo! Ah, da bist du ja, Gameplayerin. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Ursin widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtige. Die Dreistigkeit, mit der diese Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Ursin in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf eine Amaljar, die sich höchst verdächtig benahm. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hätte mich natürlich auch selbst drinnen umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß ja nicht für mich alleine beanspruchen. Und du bist einem kleinen Abenteuer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämmst. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Ja, das ist natürlich wieder sehr nett, dass er hier oben außerhalb der Reichweite bleibt und ich dann alleine runtergehen darf. Hinter mir ist schon wieder so ein blödes Event. Ich krieg schon wieder die Krise. Hi. Ciao. Schade. Okay. Das sind zwar keine kleinen Gegner, ich mag das schon.
Die machen doch schon gut Schaden. Beweismaterial finden. Die Frage ist jetzt nur... Ach so, ich bin ja auch so blöd. Ich könnte doch auch auf den Fischer wechseln. Mich unsichtbar machen und einfach nach dem Beweismaterial suchen. Ich bin wirklich doof, weil wenn ich hier sowieso rumlaufen muss und keine Lust habe, jetzt hier alle anzugreifen, beziehungsweise mich angreifen zu lassen. War das jetzt am Anfang? Oder muss ich hier irgendwas mit den Truhen machen? Nee. Was ist das? Da hinten steht doch irgendwas. Verdächtiges Schreiben, okay. Ja, dann können wir auch schon wieder zurückgehen. Ja, aber wir haben zumindest mal mit denen gekämpft. Wir haben sie jetzt auf jeden Fall auf der Liste stehen. Auch wenn ich jetzt ziemlich später darauf gekommen bin, dass ich mich ja unsichtbar machen konnte. Ja, viel Spaß. Ich habe die alle übrig gelassen, bis auf zwei. So, dann werden wir aber auf jeden Fall jetzt wieder mal eben umswitchen. Nein, das wollte ich nicht. So, weil ich möchte natürlich die Punkte hier drauf bekommen. Siehst du, du hast meine Hilfe gar nicht gebraucht. Doch sag, hast du irgendwelche Hinweise gefunden? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Kein Dings bitte hier. Genau, lauft schön weiter, nicht nach hier kommen. Doch sag, hast du irgendwelchen Hinweise gefunden, der uns weiterhelfen kann? Ja, ein verdächtiges Schreiben. Ich habe immer noch ein bisschen Panik, dass die jetzt hier, dass sie jetzt hier ein Event machen. Ein Handzettel, zeig mal her. Der barmherzige Nalt nimmt sich auch der Ärmsten unter euch an. Habt Teil an seiner Herrlichkeit. Findet Arbeit mit Nalt. Wohl so eine Art Jobvermittlung für Flüchtlinge, was? Das Schreiben ist dahin gekritzelt und von Nalt Tal scheint der Autor auch nicht die meiste Ahnung gehabt zu haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Wisch von einem echten Priester stammt. Wir sollten dieses höchst verdächtige Dokument der Priesterin Ursen vorlegen. Vermutlich erholt sie sich in der Herberge im Kamp knochenbleich, noch von ihren Verletzungen. Bleib stehen! Ja, das heißt, wo sind wir denn? Da sind wir. Dass wir erstmal wieder zurücklaufen müssen. Okay, dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Nee, Moment, das ist hier drin, ne? Oder auch nicht. Da stand doch drin, dass die sich in der Taverne erholt. Ist das denn keine Taverne? Oder geht's hier hinten auch noch weiter? Okay. Wir sollten ihr denn sorgen, bevor die Bussarde es tun, okay. Hier ist sie auch nicht, aber soll sie eigentlich hier irgendwo sein? Ach, hier! Ah, hi! Seht her, meine mutige Retterin. Mein Dank an dich kennt keine Grenzen. Ohne dein selbstloses Eingreifen weilte ich vermutlich nicht mehr unter den Lebenden. Doch was führt dich heute zu mir? Dieses verdächtige Schreiben. Ein seltsames Schreiben. Die Schrift ist eine Beleidigung für die Augen. Niemals ist dieses Werk das Werk eines geschulten Priesters. Doch wer könnte... Da fällt mir ein, dass vor einiger Zeit ein Gewand aus der Kirche entwendet wurde. Es wird doch wohl kein falscher Priester sein Unwesen treiben. Ach, das ist ja auch schon hier. Ausgezeichnete Arbeit, Gameplayerin. Langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Der Entführer muss sich als Priester verkleidet und die Flüchtlinge in eine Falle gelockt haben. Wir scheinen es mit einem Element zu tun zu haben, das genauso gerissen wie skrupellos ist. Ich werde die nötigen Vorkehrungen für die Fortsetzung unserer Operation treffen. Erstatte du Isenbart Bericht und rate ihm, Vorsicht walten zu lassen. Okay. Ich weiß ja jetzt so ein etwa... Oh, ja, so nicht. So in etwa, wie ich da hinkomme. Was heißt in etwa? Ich weiß genau, wie ich da hinkomme. Oh, das sieht alles so lecker aus. Da kriege ich wieder Hunger. Der Täter hat die Flüchtlinge als Priester verkleidet hinters Licht geführt. Welch ungeheuerliche Dreistigkeit. Welch Blasphemie. Danke für diese Warnung.
Wenn ich eine verdächtige Person bemerken sollte, hörst du es als Erste. Okay. Hermetiker haben wir hier nicht drin. Das ist aber auch eine komische Haube. Das ist nur für einen Krieger. Das ist für alle Klassen. Oh, das ist schon wieder so eine blöde Maske. Ja, nehmen wir trotzdem mal. Ich hasse zwar so Masken. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass man die anziehen kann in dem Fall. Ja, das wäre dann als Hut. Anprobieren. Ja, dann zieht er nämlich den Rest. Warum er den Rest jetzt auszieht, weiß ich nicht. Also Hose und so weiter könnte er ja eigentlich anlassen. Ja, hat uns nicht wirklich was gebracht, aber okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer sich hinter diesem falschen Priester verbergen könnte. Theoretisch käme fast jeder im Camp hier in Frage. Was war das denn? Wohl wahr, mein lieber Isenbart. Doch es gibt eine Lösung für unser Problem. Wir schlagen den Betrüger mit seinen eigenen Waffen. Er verteilt seine blasphemischen Handzettel an Flüchtlinge, nicht wahr? Alles, was wir tun müssen, ist, uns als ebensolche zu verkleiden und so zu tun, als würden wir ihm auf den Leim gehen. Ah, eine Falle. Wieso bin ich nicht selbst drauf gekommen? Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Doch wenn ihr zwei euch des Halunken annimmt, mache ich mir ernsthaft, ehrlich gesagt, keine großen Sorgen. Wie es der Zufall so will, wollte ich mich gerade einiger alter Kleider entledigen. Nehmt doch das hier, um euch als Flüchtlinge auszugeben. Je eine löchrige Hanf-Schäfer-Tunika und ein löchriges Paar Hanf-Schäfer-Beinlinge. Ausgezeichnet, Isenbart. Damit werden wir dem Gauner ein Schnippchen schlagen. Worauf wartest du, Gameplayerin? Rein in den guten Zwirn und dann sprich mit möglichst vielen Leuten hier und gib vor, nach Arbeit zu suchen. Hallo, ich zieh mich doch nicht hier vor allen aus. Bist du denn bekloppt? Wenn sich die Kunde von deinen Auftauchen erst einmal verbreitet hat, wird der Priester mit seinen Handzetteln bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden ihn auf frischer Tat ertappen. Ja, muss ich mich jetzt hier vor allen nackig machen oder wie verstehe ich das jetzt hier? Dann würde ich mal fast sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Normalerweise müsste ich das gespeichert haben, aber ich überschreibe das nochmal eben kurz. Und was ist das hier? Löchrige, genau, anlegen. Zack. Sieht man wenigstens meine schönen Haare wieder. Ether Baumwollhose, okay. So, nochmal was Löchriges. Zack. Achso, ich habe die Stiefel noch an. Ja, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, würde ich sagen, oder? Ich meine, man sieht die Hose nicht mehr, weil die Stiefel drüber sind. Aber ja, das ist ja, denke ich mal, egal. So, dann laufen wir jetzt hier mal ein paar Lupsala, ein paar Leute ab. Und versuchen mal eben so zu tun, als ob wir nach Arbeit suchen. Ich muss mal eben ganz kurz einen kleinen Cut machen. So, was willst du? Schon wieder ein neuer Flüchtling? Wir haben schon genug von euch, Lumpenpack. Arbeit findest du bei der Legion der Unsterblichen bestimmt nicht. Schwör ab. Okay, sehr gut. Zumindest denken sie, obwohl sie mich schon gesehen haben, mit meinem strahlenden Haar, was eigentlich einmalig ist, denken sie trotzdem, ich bin neu. Höre mich, Ungläubige. Höre die Worte der gütigen Azeima. In aller Herrlichkeit strahlt sie und wird dich reinwaschen von deinen Sünden. Ihr Leuchten führt die Armen in eine goldene Zukunft. Ah ja. Ist das jetzt drin? Ach da. Hi. Kann ich etwas für dich tun? Wohl nicht. Ein dreckiger Flüchtling wie du hat hier nichts verloren. Verschwinde, du verkraulst uns noch die Kundschaft. Tust den anderen Bettlern gleich und troll dich zu den Tümpel am Sandtor. Mann. Da hinten soll aber doch einer noch sein. Ach, wenn ich hier reingehe. Ah. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier gerade was im Laufen habe? Verschwinde, du verscheust mir die Braut noch mit deinem Gestank.
Arbeit habe ich ganz bestimmt nicht für dich. Oh, ich glaube aber nicht, dass das stinkende Klamotten sind, die der Typ mir gegeben hat. So, beleidigen lassen muss man sich ja nicht, ne? Das dürfte dann hier drin sein. Obwohl, nee, das ist über mir, oder? Hä? Das müsste über mir sein. Da kann ich hoch. Ja, nee. Moment, das ist ein Verleih. Hä? Ich stehe da quasi genau. Ach so, da. Sprich mich nicht an, ich bin beschäftigt. Gebt ihr elenden Flüchtlinge denn niemals Ruhe? Gesell dich zu deinesgleichen an diesen Tümpel am Sandtor. Da könnt ihr euch von mir aus gerne mit Brackwasser besaufen, bis ihr umfallt. Okay, dann einmal wieder runter. Hi, wie bist du vorangekommen? Ausgezeichnete Arbeit, Gameplayerin. Selbst ich habe das Gerede der Leute über einen neuen Flüchtling bereits vernommen. Ja, cool. Unser falscher Priester wird also sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir sollten uns direkt zu diesem Tümpel am Sandtor begeben, von dem du gehört hast. Der Ort ist verlassen und geradezu prädestiniert für einen Hinterhalt. Sicher wird er versuchen, dort zuzuschlagen. Triff mich dort, wo das Ufer am höchsten ist, hörst du? Und komm ja nicht auf die Idee, mich sitzen zu lassen. Noch einen Korb in diesem Monat könnte ich nicht vertragen. Zwinker. Aber ich muss jetzt die Klamotten nicht mehr anlassen, oder? Weil ich will ja dann kämpfen können. Ach so, da. Okay. Zu meiner Linken muss ich dann quasi raus. Okay, wir sehen uns dann gleich drüben. Hoffentlich umgezogen und am Zielort. So, also umgezogen bin ich jetzt leider nicht. Weil... Oh nein, kein fatales Ereignis. Ich drehe jetzt schon durch. Weil ich dann die Quest nicht machen konnte, hat man mir angezeigt. Wir sollen jetzt bloß nicht zu uns rüberkommen hier. Ah, da bist du ja endlich, Gameplayerin. Also gut, dann wollen wir diesen Heuchler mal in die Falle tappen lassen. Die Kluft steht dir ausgezeichnet, Gameplayerin. Solltest du öfter tragen. Aber Spaß beiseite. Schnappen wir uns den Betrüger. Höret mich, vom Schicksal Gebeutelte. Ich bin ein Diener des Ordens von Natal. Seid ihr auch ohne Brot und Lohn? Du willst ein Priester sein? Aber natürlich, das sieht man doch. Ich komme aus der Gemeinde Sankt Adama Ladama. Oh Gott. Wenn ihr es wollt, kann der großzügige Nalt auch euch zu weltlichen Wohlstand verhelfen. Seht, es steht alles hier geschrieben. Dieser Handzettel, diese unleserliche Schrift. Ha, es besteht kein Zweifel. Wenn du ein Priester bist, ist meine Großmutter die Sultana. Das Spiel ist aus. Gib dich zu erkennen, Ungust. Was? Aber wie? Ihr habt euch als Flüchtlinge verkleidet, um mich in eine Falle zu locken? Bitte, tut mir nichts. Ich hatte meine Gründe. Die Bewohner des Goldbazars waren in Gefahr. Die Bewohner des Goldbazars? Erkläre dich. Ja, ja, natürlich. Wie du willst. Wie ihr vielleicht wisst, lebe ich schon seit vielen Jahren auf dem Goldbazar. Vor einigen Wochen haben die Amaljar an unsere Pforten geklopft und zwar ziemlich nachdrücklich mit ihren Piken und Äxten. Um meine Wahlheimat zu unterstützen, habe ich den Äxten einen Handel vorgeschlagen. Sie sollten uns in Ruhe lassen und wir würden ihnen dafür liefern, was sie wollten. So, so. Und was haben die Banditen gefordert? Zum einen wollten sie die Fahrpläne für Kristall- und Erzlieferungen aus der Nava-Mine. Das war noch relativ leicht. Hab einfach einen der Arbeiter da mit ein paar Gill und billigen Fusel bestochen. Doch damit haben sie sich nicht begnügt.
Oh, mein Hals. Arbeiter wollen Sie auch noch von mir. Was sollte ich da tun? Wenn du die Wahl gehabt hättest, deine Freunde oder Fremde zu verkaufen, hättest du nicht das Gleiche getan wie ich? Spiele nicht den barmherzigen Gridania. Du hättest dich erst einmal an die Legion der Unsterblichen wenden können. Wie konntest du nur so niederträchtig sein? Nun ja, die Amal'Jar waren überaus freundlich. Was soll das heißen? Sie haben Haufen Geld springen lassen, Mann. Und zwar einen ziemlich beachtlichen Haufen. So viel Mullfleisch konnte ich in meinem ganzen Leben nicht verkaufen, um so viel Geld zu verdienen. Genug Abschaum. Du hast dein Land verraten, deine Landsleute verkauft. Und das alles für ein paar dreckige Gill? Du widerst mich an. Hab Gnade, ich. Ich dachte, die haut ihm jetzt eine rein. Du schon wieder? Du bist wie ein Fluch. Wahrscheinlich warst es auch du, der den Amal'Jar die Patrouillenrouten und Dienstpläne der Legion zugespielt hat, was? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre. Nun, mit dieser Frage werden sich die Inquisitoren der Legion sicher noch persönlich auseinandersetzen wollen. Du wirst für deine Missetat büßen. So oder so, glaub mir, Freundchen. Nein, alles nur das nicht. Erstatte du mir einen Filia-Bericht, Gameplayerin. Um diesen Dreckskerl kümmere ich mich. Wäre doch gelacht, wenn ich die Details der nächsten Übergabe nicht aus ihm herauskritzeln könnte. Dann lasse ich diese widerlichen Amal'Jans offene Messer laufen und finde heraus, wo sie die Geiseln gefangen halten. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder komplett zurück zu diesem einen Ort, denke ich mal, ne? Genau, wo bin ich jetzt? Moment, Lanuskea. Ach so, ich bin ganz hier oben. Eieiei. Okay, gut, dann werde ich mich erstmal dahin begeben und dann sehen wir uns gleich wieder. Hallo, was geht denn hier ab? Die ganzen Küken, die da rumlaufen. Aber sonst geht es denen noch gut. So, wo war das? Nee, das war hier runter, ne? Sind hier überhaupt so viele Spieler unterwegs? So an den Knotenpunkten sieht man mal öfter welche, aber das war's dann meistens. So, Sonnenwind betreten. Ja, und dabei fällt mir gerade auf, ich glaube, ich hätte direkt dahin reisen können. Ah, ich weiß es nicht genau. Aber egal, wir sind jetzt da. Tal der Morgenröte. Ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen, Gameplayerin. Und noch mehr freue ich mich, dass du die Zusammenarbeit mit Tancred so reibungslos zu laufen scheint. Sag, wie ist es euch ergangen? Die Amal'Jar also, wie ich vermutet hatte. Vielen Dank, das hast du ausgezeichnet gemacht. Ich fürchte nur, die Amal'Jar werden weit weniger kooperativ sein als dieser opportunistische Widerling von einem Händler. Es sieht ganz so aus, als wären wir auch in Zukunft auf deine tatkräftige Unterstützung angewiesen, Gameplayerin. Mach dich bereit auf eine harte Schlacht. Ja, bringt mir alles nicht wirklich was. Dann nehmen wir auf jeden Fall das, was wir in Gil umwandeln können. So, ja, und hier würde ich aber trotzdem noch mal eben gerne einen kleinen Cut machen und werde den Rest dann in der nächsten Folge machen. Es kann allerdings auch sein, dass ich zwischendurch die Gilden noch mal ansteuere, weil ich nämlich gerne noch die Gilden annehmen würde, die hier in dem Bereich sind, bevor ich dann woanders hinreisen muss. Das nur mal so als kleine Info für die nächsten Videos. Bis dann. Ciao.